Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich schon am Stall. Und die Lina ist auch da, die habe ich vorhin schon gesehen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie steckt. Ich glaube, sie holt schon ihr Pferd, weil sie hat nämlich Reitstunde. Und ich werde mein Pferd jetzt auch gleich mal holen und dann werden wir den Schweif waschen. Der Schweif schaut nämlich ganz katastrophal aus und heute ist Schweifwaschtag. Und weil die Lina vorhin mich geärgert hat bezüglich meinem Spind, weil er so unordentlich ist, wisst ihr, was wir machen? Wisst ihr was? Wir schauen jetzt mal in ihren Spind rein. Und zwar hat die ja drei Pferde, deshalb hat sie auch drei Spinde. Einmal hier unten der Kleine, den kennt ihr mittlerweile auch schon. Hier ist der Onkel Visto und hier drüben ist der Rebell. Und schaut mal, man muss schon echt sagen, sie ist echt ein bisschen ordentlicher. Aber nur ein bisschen. Schaut mal, ich finde es immer so cool, von anderen Leuten die Sachen anzuschauen, oder? Was sagt ihr dazu? Also mir geht es immer so. Hier hat sie verschiedene Reithelmgrößen. Da oben sind Gamaschen, hier sind so Bandagierunterlagen, dann hat sie hier zwei Putzkisten, warum auch immer zwei. Und hier schaut mal, was die hier im Spind hängen hat. Die hat tatsächlich hier ein Glitzerhalfter hängen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie das verwendet, aber es ist wirklich so. Und hier verschiedene Stirnriemen, wie ihr sehen könnt. Und das ist Spind Nummer 1 und jetzt kommen wir zu Spind Nummer 2. Da ist der Rebell und schaut mal, die Bilder sind so süß einfach. Und jetzt gucken wir hier einfach auch mal rein. Tada! Schaut mal, diese Schuhe finde ich so geil. Die hat sie schon ewig und da sind hier oben, ist es so Glitzer unterlegt. Das schaut so toll aus. Und hier sind nochmal Gamaschen. Boah, schaut mal die weißen hier an. Die kenne ich noch gar nicht. Sind auch von Rider Steel. Oh mein Gott, schaut mal, wie schön die sind. Die blauen kenne ich schon mittlerweile. Da haben wir ja zusammen geshootet. Und was hat sie hier noch für welche? Auch Rider Steel. Oh, jetzt fällt mir der Schuh runter. Und schaut mal, mit Rosé. Eieiei. Jetzt ist mir der Schuh runtergefallen. Hoppala. Hier hat sie nochmal einen Putzkasten drinnen. Und da hinten hat sie so ein paar Produkte. Das finde ich übrigens auch richtig cool. Dieses Gewürzregal, das muss ich mir jetzt endlich auch noch von Ikea mal kaufen. Das werde ich nämlich auch noch anbringen. Dann hat sie hier den Kappzaun und hier unten hat sie noch ein Halfter. Das schaut relativ neu aus. Das glaube ich, habe ich auch noch nie gesehen. Und hier ist nochmal eine Trense. Wir könnten jetzt halt auch ihren Autoschlüssel verstecken. Wisst ihr, was wir machen? Wir verstecken ihren Autoschlüssel. Den tun wir jetzt halt hier rein. So, ich habe jetzt den Schlüssel in den Schuh reingetan. Mal schauen, ob es ihr auffällt. Aber ich habe mir überlegt, sie ist ja länger da wie ich, von daher muss ich ihr irgendwie was sagen. Da ist sie, mit dem Rebell. Hallo. Hallo. Schau mal, du Süßer. Hallo, du Süßer. Lina hat ja heute Reitstunde, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Deshalb hat sie jetzt gerade den Rebell schon geholt. Der kleine Schnappi. Der kleine weiße Schnappi. Und heute ist er relativ sauber. Schaut ihn euch an. Hallo, du bist hier relativ sauber. Was ist da los, Rebell? Du, Lina, dürfte ich mal ganz kurz bei deinem Auto was rausholen? Was denn? Du hast meinen Autoschlüssel eh schon eingesteckt. Hä, hab ich nicht? Doch, weil der immer da hängt, wenn ich am Stall bin. Ich hab wirklich den Schlüssel nicht. Jetzt bin ich blond wie du. Komm schon, gib mir deinen Autoschlüssel schnell. Ich muss schnell was rausholen. Gib ihn mir. Niki, du hast schon, der hängt immer da, wenn ich am Stall bin. Schau mal in deinen Schuh, einer. Schau mal rein. In welchen? Ich dachte, ich muss es leider auflösen, weil wenn ich später weg bin und du findest ihn nicht, das wäre dann gemein. Wir brauchen jetzt da gleich nur meinen Siegcoach. Den Siegcoach. Ich sag euch, meine Pranks werden auf jeden Fall besser. Das war jetzt halt nur der Anfang von der Lina. Ich habe ja so einige Ideen, die ich jetzt dann hoffentlich auch bald umsetzen möchte. Ich habe euch ja schon einmal geprankt und zwar mit der Stehmähne von der Fauni. Das Video habe ich euch eben die Hedy vorgestellt. Da habt ihr dann gesehen, dass die eine Stehmähne hat und Fauni eben. So, wir werden jetzt halt die Fauni von der Koppel holen. Nicht nur die Fauni, sondern auch den kleinen Bendix. Ich habe natürlich heute auch wieder die passenden Schuhe an. Bendix steht relativ weit vorne. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal die Fauni, beziehungsweise den Bendix können wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Kann er noch ein bisschen zu Fuß marschieren. Bendix. Ach, wie süß. Schaut mal, wie hinten der eingeflochten ist. Oh. Und ganz viele kleine Strähnchen hier.
Hallo, du Süßer. Na, alles gut? Ich muss dich jetzt leider von der Koppel holen. Koppelservice ist hier. Ist, glaube ich, nicht so cool, ich weiß, aber was muss, das muss, kleiner Mann. Die Fauli da hinten, die werden wir jetzt auch gleich holen. Hallo, du Süßer. So, wir zwei holen jetzt halt die Fauli noch schnell ab. Die Fauli steht ja hinten auf der Koppel. Hallo, Fauli. Hi. Na, ihr zwei Süßen? Ja. So, ich habe jetzt halt einmal hier wieder die Fauli, wie ihr sehen könnt. Mach mal langsam. Der kleine Mann kommt nämlich nicht wirklich hinterher. Hat nämlich überhaupt keinen Bock, nach Hause zu gehen. Ich habe jetzt halt nach dem Longieren die Fauli jetzt noch kurz ins Solarium gestellt. Da darf sie jetzt noch 15 Minuten stehen. Und ich habe ihr, ja, du bist ganz brav. Und ich habe ihr jetzt halt die Akku-Horse mit wieder drauf getan. Da kann ich euch mal kurz zeigen. Hier sind diese Akku. Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Auf jeden Fall zur Unterstützung und zum Wellnessbehandlung hat sie die eben jetzt halt heute drauf bekommen. Und da darf sie jetzt halt noch 15 Minuten stehen. Und dann darf sie schon wieder auf die Koppel. Und es ist hier einfach zu langweilig unter dem Solarium, gell? Glaub mir, das wäre es mir auch. Aber da müssen wir jetzt halt ein bisschen durch. Hör auf, komm, Schluss. Lass das. Lass das. So, ich habe jetzt die Fauli mal kurz hier rausgestellt. Hier seht ihr auch nochmal die Decke. Und hier eben, wie gesagt, sind diese Akupressur. Gott, ich werde bis zum nächsten Video dieses Wort können. Vielleicht könnt ihr es richtig schnell aussprechen. Sprecht es mal schnell aus. Ich werde es euch mal kurz hier so einblenden. Und überlegt mal oder schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sofort ich habe heute einen Hänger. Ich werde jetzt schnell noch das Essen holen und dann kriegt die Fauli noch was zum Essen. Bitte schön. Eine ganz kleine Portion. Da schaut sie jetzt auch gerade ein bisschen meckelig. Aber macht nichts. Lina geht wie so eine... In Afrika gehen die auch alle so. Haben nur ungefähr 10 Eimer. Sie hat einfach mal 2 Eimer. Nicht das 3-Wetter-Tag fehlt. So, Fauli frisst jetzt halt hier noch und ja, den Schweif habe ich jetzt halt nicht mehr gemacht, weil es nicht ganz so warm ist und es ist super bewölkt und das ist mir dann einfach zu kalt. Andererseits hätte ich es auch noch vor dem Solarium machen können, aber wird halt mal der Schweif dann anders gewaschen. Ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Fauli darf jetzt halt hier noch ihr Essen fressen. Ich werde dir jetzt halt hier oben mal mein letztes Video verlinken und hier unten werde ich dir noch ein weiteres Video verlinken. Wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!